In diesem Video zeige ich Ihnen, wie wir in unserem Übungsset gegen Selbstzweifel und Überbesorgtheit die rhythmische Gebärde des I mit dem Schreiten verbinden. Die wichtigsten Grundlagen fürs rhythmische Schreiten zeige ich Ihnen jetzt. Im Vorwärtsschreiten rollen wir den Fuß langsam von den Zehenspitzen herab, bis die Fußsohle auf dem Boden ist. Beim Rückwärtsschreiten heben wir zuerst die Ferse, um dann den Fuß nach hinten zu tragen. Der Fuß hängt beim Vorwärtstragen wie ein Tropfen Wasser am Fuß und nach dem Aufsetzen ruhen beide Füße für einen kurzen Moment auf dem Boden, bevor der nächste Schritt folgt. Machen Sie einen ruhigen, rhythmischen Schritt nach vorne. Rollen Sie den Fuß ab, spüren Sie nach unten in die Tiefe und merken Sie, wie Sie im Gegenzug dazu von innen her aufgerichtet werden und stabilisiert werden. Lassen Sie das einen kurzen Moment wirken, dann rollen Sie den hinteren Fuß hoch in die Höhe, tragen den Fuß entspannt nach vorne, rollen wieder ab. Entspannen nach unten in die Tiefe und merken die positive, aufrichtende Wirkung. Machen Sie das 4 bis 8 Schritte nach vorne und dann wieder zurück. Als zweites verbinden wir die strömend gebildete I-Gebärde mit einem Weg nach vorne und zurück. Der nach unten strömende Arm ist der führende Arm und der andere Arm steigt im Gegenstrom dazu fast wie von allein in die Höhe und wird von der Kraft, die nach unten führt, von diesem Arm bis in die Streckung gebracht. Und jetzt auf dem Weg kommt es darauf an, dass wir diese Gebärde so langsam oder so schnell bilden, wie auch der Weg dauert. Strömen Sie mit einer Hand nach unten und gehen Sie während dem Bilden der Gebärde nach vorne. Vorne bringen Sie die Hände wieder zum Herz, strömen nach unten und bringen die Hand während des Weges nach oben. Wenn Sie darauf achten, dass die Arme etwa zeitgleich mit dem Weg sich entfaltet haben und immer am Schluss der Gebärde erst oben sind und nicht schon vorher, dann machen Sie das nicht so, dass Sie sagen, oh, ich darf nicht so schnell hoch, ich muss bremsen, sonst bin ich zu früh, sondern verlangsamen Sie gerade dadurch, dass Sie immer mehr Energie in den Arm geben. Wenn das gelingt, ist es nur noch ein kleiner Schritt dazu, dass Sie über die Gebärde auch die Geschwindigkeit des Schrittes steuern können. Gehen Sie nach unten und haben Sie das Gefühl, das nimmt den Schritt mit. Und dann geben Sie mit etwas mehr Energie nach unten und beschleunigen dadurch die Beine. Sie setzen ein, die Beine folgen.
Heben Sie das Knie, strahlen Sie vom Herz in den Körper, strecken Sie das Bein und strahlen Sie dann von innen durch den Körper hindurch, durch das Bein hinaus. Dann stellen Sie den Fuß auf, heben das andere Knie und strahlen von Ihrer Mitte durch das Bein hindurch nach draußen. Strecken Sie das Bein so und erleben Sie es aber als Herausforderung, dass als Reaktion darauf sich Ihr inneres aufrichtiges Gefühl verstärkt und Sie gerade extra gerade werden dadurch. Es geht hier nicht darum, das Gleichgewicht zu beherrschen, sondern zu üben, das Bein so zu durchstrahlen, dass eine aufrichtende, stärkende Wirkung von unten entsteht. Zu diesem durchstrahlten Schreiten mit den Füßen nehmen wir jetzt auch die durchstrahlte I-Gebärde dazu. Knie heben, Hände zum Herz. Hinausgehen, durchstrahlen. Durchstrahlen und nichts macht mich krumm, selbst ich selbst mich nicht. Ich bin aufrecht, strahle links und rechts nach oben und durchs Bein nach vorne. Und wer weiß, vielleicht entdecken Sie dabei sogar, dass je mehr Sie diese Strahlkraft verstärken, umso mehr wächst unversehens auch Ihre Stabilität. Vielleicht gelingt es Ihnen mit der Zeit, dass Sie so in die Arme hineingehen und strahlen, dass die Beine das aufgreifen und von dieser Durchstrahltheit angeregt werden, sich auch schneller zu bewegen, sodass Sie durch ein feines Hinunterspüren die Beine in Bewegung setzen und die Bewegung steuern. Danach bleiben Sie stehen und spüren eine Zeit lang in Ihrem Körper.